So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Erstmal danke für die netten Worte. Ja, wie gesagt, ich bin nicht oder ich verschwinde nicht aus der kompletten Plattform Guidance und auch nicht von godmodetrader.de, sondern eben ich bin eben nur nicht mehr für JFD Brokers dann zuständig für den Stream und mache eben dann auch nicht täglich Videos. Doch ja, ein Teil der Arbeit, die ich jetzt ja eh schon 2-3 Jahre für Godmode mache, werde ich dann auf meinem Stream halt fortsetzen, der eben zu dem Zeitpunkt, wo ich eben mit JFD Brokers angefangen habe, natürlich eher verwaist ist, weil hier mein ganzer Content dann online veröffentlicht wurde. So, dann starten wir auch zu den Analysen. Es gibt natürlich nicht besonders viel. Märkte laufen ja erst seit Mitternacht. Was allerdings jetzt hier bemerkenswert ist, Pfund gegen australischer Dollar, gab es ja hier einen Ausbruch nach oben, der aber dann wirklich exakt wieder am EMA 200 verkauft wurde, sogar echt jetzt hier in der auf Stundenbasis beim Abverkauf immer wieder sieht man, dass manche EMAs eben direkt angelaufen werden. Hier gab es am Ende September eben auch so einen Anlauf, wo es dann bärisch abgeprallt ist. Und eben jetzt hier vielleicht schon wieder, der Stopp liegt noch hier unten. Der horizontale Widerstand wurde hier geknackt. Ein Rücklauf wurde hier eben eingeplant, aber eben nicht so ein tiefer. Mal schauen, ob sich hier noch was ergibt. Hier kann man den Stopp noch leicht nach oben setzen, aber die paar Pips dürften eigentlich dann egal sein. Oder relativ egal. Also hier ist eher nicht besonders positiv zu sehen. Der Ausbruch im australischen Dollar, kanadischen Dollar läuft dagegen eben sehr gut an. Beziehungsweise nicht nur an, war ja dann der Rücklauf. Und jetzt hat er hier das Hoch eben auch vom Jahr 2015, Ende 2015, erstmal so geknackt, Intraday, ob es auf Schlusskursbasis läuft, schauen wir mal. Allerdings hier ist man im Plus. Dann bei den Aktien gibt es nichts zu sagen, da muss man eigentlich den Stopp halt nachziehen und schauen, ob jetzt hier, ich meine, Lufthansa hat ja das Kursziel erreicht. Bei Deutschen Bank, ja, könnte es hier schon auch eher einen kleinen Rücklauf geben. Wirklich den Stopp nachziehen kann man jetzt hier noch nicht. Und bei Vonovia sollte es jetzt hier nochmal rund einen halben Euro oder ein Euro nach oben gehen, im Idealfall eben bis 33,50, aber das sollte man auch nicht mehr ins Minus geraten. Dann eben Punkt zum DAX, nochmal wie gestern erwähnt, über 10.675 oder 70, ja, 670 etwa, kann und soll der DAX oder darf er weiter steigen. Also auch direkt steigen unter dieser Marke. Ja, wäre es einfach schon fast unschön und dann müsste ich hier das neu überdenken. Also hier war dann eben das Risiko rund 50 Punkte und die Chance dann 150 Punkte. Es bleibt auch erstmal so, da kann ich jetzt hier nichts Näheres sagen. Auf Wochenbasis wird ja hier der Abwärtstrend bzw. ja, einer der höchsten Wochenschlusskurse erreicht. Hier gab es noch einen höheren Wochenschlusskurs, knapp höher. Also definitiv haben hier die Bullen einen Vorteil. Und wenn man hier einfach nur das Chartbild jetzt sieht, ja, sind eigentlich steigende Kurse deutlich wahrscheinlicher, als dass jetzt hier einfach der Markt nach unten dreht. Zum Gold und Silber. Bei Gold gibt es jetzt hier erstmal
nichts Besonderes zu sagen. Gab es hier ein, ja, nochmal einen Anlauf vielleicht an die 1268. Ja. Kann hier im Moment nichts weiteres sagen, als am Wochenende hier ist weiter eingeklemmt. Das Gold sah besser aus als Silber und Silber überrascht heute ein bisschen. Da war jetzt für mich am Wochenende, habe ich ja gesagt, 50-50 Chance, dass es nach unten und nach oben geht. Das sieht man hier im Tageschart jetzt am besten. Ein bisschen viel hin und her geswitche, aber das hier für einen bullischen Ausbruch definitiv ein Tagesschlusskurs über eben 17,70, besser eben 17,75 eben abgewartet werden soll, muss, kann. Und sonst kann sich das hier auch wieder danach unten auflösen. Hier gibt es jetzt einen neunten Anlauf an den EMA 200. Hier ist, wie gesagt, das Silber ab 5 Uhr etwa nach oben gelaufen. Aber wie schon oft in den letzten Tagen wird dann ab 9, 10 Uhr eher kommt hier Schwächere dann rein. Und im Moment liegt die Marke exakt auf der ehemaligen 17,55 Unterstützung. Also Rücklauf darunter wäre schon wieder negativ. Wird das erfolgreich getestet, dann dürfte hier nochmal eine Aufwärtsbewegung Richtung 17,70 folgen. Also im Moment gibt es nichts Neues. Ich schaue und screene den Markt in den nächsten Stunden mal durch. Vielleicht gibt es noch was kurzfristig ganz Interessantes. Sonst laufen ja noch ein paar Setups. Danke fürs Zuhören und wünsche allen einen guten Wochenstart. Bis später.